Und ansonsten gibt es natürlich auch Tools, jetzt abgesehen von denen, die was connected sind zu Facebook, so reine Product Research Tools, die anhand deren Daten euch täglich Produkte geben. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video, wie auf meinem Instagram-Account angekündigt, 6 Tipps, die deine Product Research aufs nächste Level heben soll, sodass du auch tatsächlich Produkte findest, die 6-stellige oder 7-stellige Umsätze erzielen können. Und ja, bevor es losgeht, würde ich mich sehr über ein Abo und auch über ein Like freuen. Wenn du Fragen hast, bitte gerne die Kommentarsektion nutzen. Du kannst all deine Fragen stellen zu allen Themen sozusagen. Oder auch, wenn du Content-Wünsche hast, kannst du auch deine Content-Wünsche äußern. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, ich würde sagen, wir labern jetzt nicht lang drum rum, sondern fangen gleich an. Tipp Nummer 1, den ich dir wirklich ans Herz lege, ist, wenn du ein bisschen Geld investieren möchtest, solltest du das in das Thema Product Research investieren. Das heißt, nutze kostenpflichtige Tools. Mein All-Time-Favorite ist AdSpy. Ich nutze AdSpy seit Jahren, eigentlich seit es gibt fast. Und AdSpy ist aber leider auch das teuerste Tool. Also kostet ca. $150 im Monat. Und hat aber auch meiner Meinung nach einfach das beste Tool, wenn du Tools suchst, die connected sind mit Facebook, dass du tatsächlich auch gleich siehst, was auf Facebook funktioniert. Es gibt auch eine Alternative, was ich auch sehr gerne nutze, ist Dropispy. Dropispy kostet viel, viel weniger, das ist ca. $30 und hat die gleiche oder ähnliche Funktion. Natürlich kann man es schwierig mit AdSpy vergleichen, aber es ist definitiv für einen Start reicht es, um wirklich gute, solide Produkte zu finden. Und ja, ihr solltet da definitiv investieren in diese Geschichten. AdSpy und Dropispy habe ich euch hinten mal unten mal verlinkt in der Beschreibung. Und ansonsten gibt es natürlich auch Tools, jetzt abgesehen von denen, die was connected sind zu Facebook, so reine Product Research Tools, die anhand deren Daten euch täglich Produkte geben. Bin ich nicht so der Fan von, weil natürlich auch sehr viele Leute da drauf sind. Also ich habe die größten Erfolge wirklich mit solchen AdSpy-Tools machen können und ca. 80% meiner Produkte kamen tatsächlich von AdSpy, die wirklich 6- und 7-stellige Umsätze erzielen konnten. Tipp Nummer 2. Verkaufe Produkte, die bereits erfolgreich sind. Du musst das Rad nicht neu erfinden. Tatsächlich sind auch die meisten Produkte, die bei uns erfolgreich liefen, sind einfach ähnliche Produkte, die wir gesehen haben, die funktionieren auf Facebook zum Beispiel, oder tatsächlich auch die gleichen Produkte, wo wir einfach die Sachen verändert haben, unser Marketing-Engel, eventuell ein Bundle hinzugefügt haben oder ein bisschen ein besseres Produkt genommen haben als das, was beworben wurde. Und so hast du auch ein Proven Concept sozusagen. Das heißt, im Prinzip, du weißt ja schon, wenn du auch mit solchen Tools wie im ersten Tipp, mit AdSpy zum Beispiel, wenn du da arbeitest, du weißt ja, dass das schon gut funktioniert. Wenn du da ähnliche Produkte oder gleiche mit einem besseren Shop, besseren Angebot, besseren Marketing-Engel, was auch immer, ist wirklich promotest und rausgehst damit, ist das ein großer Punkt, beziehungsweise du kannst kaum eigentlich da keine Sales generieren, wenn du jetzt nicht was gravierend falsch machst. Tipp Nummer 3. Beobachte deine Konkurrenz. Das heißt, du solltest auch immer ein Auge drauf haben, wenn du jetzt zum Beispiel einen Nischen-Store hast. Schau dir an, was deine Konkurrenz, deine Competitors machen. Du hast die Möglichkeit mit entweder direkt auf Facebook oder auf Google. Du kannst im Prinzip alles googeln. Du kannst wirklich schauen in deiner Nische, welche Stores gibt es, was verkaufen die gerade, was fügen die neue Produkte hinzu. Basierend auf dessen kannst du auch deine Entscheidung treffen, weil natürlich die alle machen Product Research und denken sich was dabei, wenn sie neue Produkte launchen oder neu in ihren Shop aufnehmen. Deswegen Tipp Nummer 3, beobachte unbedingt immer deine Konkurrenz. Tipp Nummer 4, analysiere die Marktsättigung. Das heißt, dadurch, wenn du Produkte findest, die natürlich schon beworben worden sind, kann es auch, es gibt in seltenen Fällen wirklich Produkte, die sehr schnell, sehr hoch gehen. Fidget Spinner wäre ein Beispiel, oder auch diese Maske hier mit dieser schwarzen Maske für die Porenreinigung und so weiter. Die gingen recht steil
für 1, 2, 3 Monate und dann war sie tot. Also Fidget Spinner war danach komplett verrissen. Und auf das solltest du natürlich achten. Was wir nutzen, ist ein Gratis-Tool, das nennt sich Google Trends, kennen die meisten wahrscheinlich, wo du tatsächlich auch schauen kannst, in welchen Monaten, wie sich die Linie bewegt, ob dein Produkt gerade gefragt ist, ob die Nische gerade gefragt ist. Und deswegen hab da echt wirklich immer ein Auge drauf und überprüfe immer zweimal, ob der Markt vielleicht schon zu überflutet ist oder zu gesättigt. Passiert sehr, sehr selten, weil der Markt einfach so riesengroß ist, dass es sehr schwierig ist. Aber bei manchen Produkten passiert es. Tipp Nummer 5. Verstehe deinen Kundenavatar. Es gibt nichts Schlimmeres, als wie wenn du einfach so lieblos, ja, ich mache mal in dieser Nische einen Store und wirf mal ein paar Ads und ein paar Produkte rein. Das ist einfach absolut Blödsinn. Du solltest dich tatsächlich, bevor du überhaupt Ads schaltest, dich mit deinem Kundenavatar befassen und wirklich mit deiner Nische befassen und einen Kundenavatar schreiben. Wir zum Beispiel haben da eine eigene Strategie in der Ecom University mit Vorlagen und so weiter, wo du das Blatt Papier bringen kannst. Und auch dann tatsächlich verstehst, was denn die Probleme in dieser Nische sind, was denen gefällt, was denen nicht gefällt, wo die unterwegs sind. Und glaub mir eins, das hat mir geholfen, wirklich aufs nächste Level zu gehen, weil ich habe davor auch einfach so ein bisschen lieblos, aber als ich mich echt mit den Nischen, in die ich mich bewegt habe, beziehungsweise nach wie vor bewege, befasst habe, habe ich viel, viel weniger ausfallende Produkte. Das heißt, wir testen viel, viel weniger Produkte, weil einfach viel, viel mehr funktioniert. Das basiert natürlich auch darauf, dass wir jetzt genau wissen, okay, was wollen unsere Kunden, was gefällt ihnen zum Beispiel nicht. Und das ist ein Prozess, den du unbedingt durchlaufen solltest und das ist ein sehr, sehr großer Tipp, den ich dir mitgeben kann. Tipp Nummer 6, was ihr machen könnt, ist natürlich auch, ihr habt zwei Optionen. Entweder nehmt euren Facebook-Account und klickt regelmäßig auf Ads, die euch ausgespielt werden, Dropshipping-Ads oder E-Commerce-Ads und klickt einfach darauf. Ihr werdet automatisch getrackt natürlich von Facebook und ihr bekommt dann immer mehr und mehr und mehr. Wenn euch das stört bei eurem privaten Profil, könnt ihr natürlich auch ein separates Profil anlegen und wirklich geht auf die Stores, geht auch drauf auf die Stores, weil natürlich der Pixel trackt alles und dort bekommst du sehr, sehr, sehr viel Ads eingespielt, die du vielleicht auch am Anfang nicht siehst, weil du auch im Retargeting bist. Hat zwei Vorteile. A, Product Research mäßig natürlich, dass du weißt, was so funktioniert. Du siehst das anhand der Likes, Kommentare und auch Video Views, wenn etwas gut funktioniert. Und das zweite ist, du siehst auch die Strategie dahinter, wie die dich dann retargeten, was du später für dein Retargeting auf Facebook, Instagram oder wo auch immer genauso nutzen kannst als Inspiration. Ja, und zum Schluss ein kleiner Bonustipp. Es wird ja immer sehr viel über Winning Products gesprochen. Natürlich jeder von uns beziehungsweise ich habe auch oft von Winning Products gesprochen. Tatsächlich ist es aber so, dass Winning Products ist halt meiner Meinung nach so ein Term, den man nicht so nutzen kann, weil du kannst eigentlich sehr, sehr viele Produkte, auch wenn sie keine Winning Products sind, zu einem Winning Product machen. Ich rede jetzt aber nicht so von Produkten, die einfach nur fad sind und die du überall bekommst. Das wird sehr schwer, die profitabel zu bekommen auf Facebook, weil warum soll ich sie bei dir in den Shop kaufen, wenn es überall gibt und wo du, keine Ahnung, zum Metro fahren kannst zum Beispiel und das einfach kaufst. Natürlich, Bequemlichkeit ist eine Sache, aber es sollte schon eine Rahmenbedingung sein. Das heißt, wir haben eine eigene Product Research Form entwickelt in der Ecom University, wo wir echt auf Punkte eingehen. Wir sollten diese Punkte nicht auf dein Produkt zutreffen, dass es meiner Meinung nach gar nichts bringt, das Produkt zu testen. Wenn du Interesse hast, natürlich Link in der Beschreibung, ecomuniversity.at. Wir haben noch einige Plätze für November und ja, das zudem. Jedenfalls macht euch nicht so einen Stress in Form von Winning Products oder nicht und auch eure gesamte Product Research, macht euch dann nicht so einen Stress, geht her. Ihr könnt so ziemlich überall solche Produkte finden. Es gibt einige Methoden. Du kannst sie auf Amazon finden, du kannst sie auf Google finden, du kannst sie sogar in die 99 Cent Shops finden. Gibt es auch oft geile Produkte, du kannst sie auch im Urlaub finden. Auf YouTube, überall eigentlich wirst du zugeballert mit Produkten. Du solltest einfach eine wirklich gute Strategie haben, Kriterien, welche du aufnehmen möchtest, welche nicht. Das Ganze dann Backup, sage ich mal, in Form von, okay, Marktsetting, ja oder nein, Google Trends, wie ist die Nische,
einen Kundenavatar anlegen und dann wirst du definitiv Produkte finden und auch diese dann bewerben können, die dir 6- und 7-stellige Umsätze bringen können. Ja, das war's von mir. Das waren meine Tipps. Ich habe das Ganze auch noch auf Instagram und TikTok veröffentlicht. Ich werde das hier mal einblenden. Dann könnt ihr da auch noch ein bisschen was nachsehen. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, würde ich mich sehr über ein Like freuen und über ein Abo. Schreibt gerne eure Fragen in den Kommentare und ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir zusammenarbeiten. Also ecomuniversity.at ist unsere Seite, ein großes Team, wo wir das schon seit Jahren machen, wie du eben Shop aufbaust, wie du das Fundament legst, wie du Product Research betreibst, wie du deine Facebook-Ads aufsetzt, wie du copywritest. Also im Prinzip ist das alles, egal ob du Anfänger bist oder vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittener. Deswegen sichere dir einen Platz für ein Erstgespräch, ist völlig kostenlos und unverbindlich. Ja, das war's schon von meiner Seite. Vielen lieben Dank nochmal und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein, euer Ricardo. Ciao, ciao, baba.